Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir sind hier beim Baum Clara, beziehungsweise auf dem Weg nach Clara, denn die Stadt ist auf der Spitze dieses wunderschönen Baums hier gebaut worden. Und ihr werdet euch bestimmt fragen, warum ist denn hier alles voller Sand? Oder besser gesagt, das Wasser schaut komisch aus, das ist kein Wasser, das ist eben Sand. Und es liegt daran, dass ein riesengroßer Sandsturm um den Baum herum, ja, tobt. So quasi als eine Art Schutzschild für den Baum und deren Bewohner. Damit wollen sie sich isolieren vor den anderen Völkern der Erde, der Welt, von Gaia. Aber wir sind trotzdem rein, denn wir müssen rein und die Bewohner vor einem möglichen Übel beschützen, ausgelöst von Alexandria. Und wir haben den Feuerstock gefunden. Und wir dürfen wieder kämpfen. Ja, wir hoffen sehr, dass es uns gelingen möge, das Volk hier davon zu überzeugen, ganz, ganz schnell den Baum zu verlassen. Denn es wird sonst ganz schön eng für sie werden. Sehr gut, das Insektenviecher haben wir zuletzt bei Lilly gesehen, glaube ich. Vielleicht kann man die ja verspeisen. So, ich würde sagen, Angriff. Gut, er überlebt. Noch einmal würde ich sagen. Und Vivi soll denn... Okay, der ist hin. Das ist nicht gut. Dann vielleicht nur mit Eis. Das war zu viel des Guten. Was? Das macht auch schon so viel Schaden? Vivi, pfui. Ja, nichts mit Fressen. Dann halt beim nächsten Mal. Wahrscheinlich können wir das eh schon, was die können. Ja, ein Jadestein und ein bisschen Gil. Wir werden es dann hoffentlich nochmal erleben dürfen. Ich glaube, hier geht es schon zur Stadt rauf. Ah, weiß schon wieder, genau. So, hier geht es weiter, richtig, genau. Ja, auch hier gibt es einige versteckte Türchen, die wir jetzt nicht versäumen sollten. Zum einen, die eine sieht man hier hinten schon. Wüstenstiefel, wie passend. Dann eine war, glaube ich, war nicht eine hier oben? Ah, ja, natürlich. So ging das, genau. Allheilmittel, sehr super. Ah, war das noch eine zweite oder schaut das nur so komisch? Na, das schaut nur so komisch aus. Okay, war, hoppala. Jetzt haben wir drei. Jetzt habe ich drei Chancen, dass man nicht zu vermassen. Ja. So. Ich würde sagen, nur Angriff und hoffen, dass ich dann fressen, dass ich den Kerl dann fressen darf. Na nur, Ah ja, genau, stimmt. Da greift er sowieso an. Stimmt. Ja. Also, Angriff viermal. Ich hoffe, die überleben das. Nein, da. Und die würde ich ja gerne versuchen zu verspeisen. Könnte noch zu wenig Damage sein. Komm, du schaffst es, Quina, bitte. Du musst denn jetzt aufessen. Und muss schwächer werden. Toll, das war's. Zitane bringt. Außer ich schaff's. Nein, ist schon zu spät. Na fein. Super, danke, du Mörder. Ah, du Schlitzer, was weiß ich. Gut. Ja, Metis-To-Libelle-Karte halten. So, dein Batzengil. Eine Batzengil. So, ich glaube, nein, durch mir nicht, oder da hinten? War da noch? Oh. Stimmt. Stimmt. Puh, jetzt traue ich mich gerade nicht, die zu holen. Also zu aktivieren, zuerst oben, glaube ich. Ich habe Angst, die wird was verschütten. Also ich halt. Das
deshalb will ich zuerst die Kisten nachkommen, da oben holen, die da. Yeah, genau die hier. Ich glaube, man darf hier rauf. Ah, na, doch nicht. Gleich mal ins Sand gedreht. Na. Müsste ich das dann doch aktivieren? Weil da oben geht's ja weiter. Oder? Scheiße, ich hab's vergessen. Ich schau nochmal schnell da oben hin. Voll vergessen. Ich glaube, muss ich das dann doch zuerst stimmen, dann fängt der Sand an zu laufen. Und ich glaube, dann konnte man hier hoch. Super, das hat wieder fein versammelt. Ja, du bist ungenießbar vom Kopf bis zum Sandkörnchen. Das haben wir schon begriffen. Das heißt, du segelst jetzt das Zeitliche. Wie so viel Damage macht, kann ich eigentlich die Schwächeren sauber verwenden. Das würde auch Magie sparen. Also Magiepunkte sparen. So, das müsste reichen. Ah, das war für nichts. Nee, ich müsste ein Eis nehmen. Ich muss nächstes Mal Eis nehmen. Dann wird das jetzt wahrscheinlich überleben. Ja, boah, kritisch. Nicht schlecht. Ah, und jetzt seht ihr auch mal, was passiert, wenn man nämlich den Sandmann umhaut. Sandgolem, ich sag immer Sandmann, Entschuldigung. Den Sandgolem umhaut. Ja, dann müsste er sich eigentlich regenerieren, aber in dem Fall ist das Herz kaputt. Und, ja. Ah, schön. Super, Quina, Götterspeise lernt. Sehr fein. Paldrian. Schneller bekommen und ein bisschen Geld. Sehr fein. Natürlich zuerst ausrüsten. Den guten Quina. Vollmond, schau mal, fast die Hälfte haben wir schon. Super. Götterspeise, haben wir da was anderes für dich? Nein. Nein. Und hier, das brauchst du. Alles klar. Okay. Dann gehen wir da rauf. Ah, da geht's schon weiter. Na, passt schon. Scheiße, ich bin mir so unsicher. Na, normal passiert da oben nichts. Das wird echt ärgerlich, wenn ich die Truhe jetzt nicht erwische. Normalerweise da nach hinten. Dann hier die Kurbel betätigen, Hebel umlegen. Ja, gut, hat schon so gepasst. Puh. Und weiterlaufen. Und weiterlaufen. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, ob man nicht wieder zurück runterlaufen muss. Da jetzt der Sand hier fließt. Ob da jetzt unten nicht eine Ebene quasi dazugekommen ist. Und wir jetzt die beiden Truhen holen dürfen. Die wir vorhin gesehen haben, das muss ich jetzt auch nochmal kontrollieren. Das ist voll, also kann man echt was versäumen. Ja, ich meine, die Items kann man schon nachkaufen, schon klar, ne? Aber wie, ich mache mir jetzt gerade echt Gedanken. Oder ist das echt? Es könnte auch sein, dass es später ist. Es gibt nämlich noch eine Möglichkeit. Und ich glaube, es wird auch die zweite Möglichkeit sein. Durch einen Gegner würde man dann dorthin kommen. Das war das gar nicht noch da runter, ne? Da rein? Na, passt schon, da bin ich falsch. Entschuldigung, Zeit verschwendet wieder. Da bin ich falsch. Aber sowas von falsch da. Ja, nix wieder auf, wieder auf den Baum. Ustara, zack, darak, hui, hui, hui. So, schnell rüber mit die Brücke. Tap, 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 tap. Stimmt, ja, ja. Da habe ich wieder was versammelt. Ja, ja, ist ja nichts Neues, ne? So. Und rauf da. Na, lief ja gut. Wortwörtlich. Hier muss ich langsam. Ja, und versammelt die X-Taste. Jawohl. Na, zu langsam. Entschuldigung, mein Fail. Ich dachte, ich komme da durch. Ich glaube, bei einem musste man kämpfen, um an
die Truhe zu kommen. Quietsch! Skorpionchen. Wüstenskorpion. Zack, vielleicht können wir den verspeisen. Ich hoffe es mal. Oh, der hat's überlebt. Ich habe gewusst, ich habe mich doch erinnert, dass die stark sein sollen. Wie ist er mit dem? Na los, versuchen wir zu verspeisen. Genießbar. Alles klar, das heißt umhauen. Auch die anderen beiden. Oh, die anderen. Ah, na sicher. Die anderen beiden Treibsandgeschichten kann man auch machen. Da sind nämlich auch Monster drin. Passt. Inesan. Super Zitane. Sehr gut. Ja, gibt 200 Erfahrungspunkte. Wup, 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 wup. Bibi und Quina haben ein Level abbekommen. Wir kriegen einmal Potion. Zweimal Potion, Entschuldigung, und einmal High Potion und ein bisschen Glück. Aha. Ja, das ist ohne Controller ist das echt ein bisschen schwieriger. So, hui. Wow. Ja, toll. Ist das recht schwierig? Also ich. Na super. Ja, ich will aber darüber. Das lässt er mir nicht mehr, oder was? Obwohl, war Glück gehabt. 900 Gil. Jetzt muss ich dann nochmal versuchen, da die Kiste zu erreichen. Ich weiß noch, mit dem Controller war ich so geschickt, da bin ich eigentlich so hin. Ach, ist das Drehbad. Gekommen. Kacke. Die wollte ich auch noch fressen, oder? Das ist mir auch nicht gelungen. Doch, war das genießbar? Nein, mir ist es nicht genug. Stimmt. Muss jetzt wahrscheinlich noch schwächer werden. Ja. Das heißt, ich werde es noch einmal mit Freya probieren. Oh, Zidane hat den auch ziemlich beschädigt. Natürlich. Der kriegt Quina aus dem Schild. Das ist nicht gut, das heißt Baldrian. Da, ein einziger. Ich glaube Baldrian war es. Der ist wertvoll fast. Fehlt, das war falsch. Das war's dann. Ich hätte lesen sollen. Das war falsch. Ja. Ich bin ein Profi. Der Scheißdreck. Ja, es sind schon zwei. Hört's auf mit dem Blödsinn, ey. Ich will den wegfressen. Die Viecher sind lästig. Wahrscheinlich sterben sie jetzt eh weg. Na freilich. Zidane macht das schon. Gescheiße, das ist echt schwierig. Das heißt, einmal Zidane, einmal Vivi und dann probieren fressen. So wird die Kombi sein, hoffe ich mal. Boah, ist das gemein. Nochmal eine Mephisto-Libelle-Karte. Jadestein und haufenweise Gil. Gibt's das jetzt da nicht? Wirklich nicht? Oh doch, wow, gut. Ich hab's doch irgendwie hinbekommen. Super. Na, komm. Zack, 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 zack. Raus hier. Na komm. Ruck. So, ja. Sauber? Nein, nicht sauber. Ah, Dreck. Ja, raus hier. Na, nicht da lang. Ich will da lang. Ja. Dieser Kack-Sandwirbel, echt. Jawohl, Gott sei Dank. So, raus hier.
hier lang. Da hinten haben wir noch eine Truhe. Gizarrkraut. Super. Und dann klettern wir hier. Okay, ein bisschen später klettern wir hier die Leiter hoch. So, den hauen wir weg. Jetzt ist die Frage, ob ich den jetzt gleich schon essen kann. Ich glaube ja. Schau mal. Vielleicht kriegen wir ja Hähnchenkeulen oder so. Schauen wir, ob der das fressen tut. Komm, Quina. Und? Muss schwächer werden, genau. Sind ja schon fast alle am Limit. Verfehlt, was so ein Glück. So, und jetzt vielleicht? Und? Himmelswind erlernt, super, bravo. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Yeah! Wupp, 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 wupp. Level up für Freya. Und sie hat ihre Fähigkeit von der Waffe gelernt. Montisaurus-Karte bekommen. Potion und über 300 Gil. Sehr gut. So, dann klettern wir hier einfach mal hoch. Hier haben wir, glaube ich, nichts Verstecktes. Willkommen in Clara. Seid ihr Freya? So ist es. Wir haben euch bereits erwartet. Woher wisst ihr von mir, meine Damen? Der König von Pomerkia setzte uns darüber in Kenntnis, dass ihr kommen würdet und bat uns, euch in Empfang zu nehmen. Dann ist seine Majestät also wohl auf. Bringt mich bitte sofort zu ihm. Sehr wohl. Zidane, ich gehe zu einer Audienz mit dem König. Ihr könnt euch derweil ein wenig erholen, meine Lieben. Geht in Ordnung. Bitte, hier entlang. Oh, wünschen die Herrschaften vielleicht eine kleine Stadtführung? Jo, das wäre sehr nett. Gerne, dann folgt mir bitte. Ich gehe alleine los. In der Küche war leckeres zu essen dann. Das war so klar. So. Dies hier ist unsere Wasserquelle. Ja. Ihr fragt euch sicherlich, wie es in solch einer Höhe Wasser geben kann. Aber lasst mich dies später beantworten. Gut, bitte hier entlang. Boah, es ist schon schön hier. Mir gefällt die Stadt so gut. Ich mag die Stadt. Das wäre echt ein schönes Baumhaus. Und dies hier ist der lebendigste Platz in unserer Stadt. Lebendig? Da ist keine Menschenseele. Doch heute ist es etwas ruhig, weil kein Markt abgehalten wird. Ja, genau. Gehen wir also weiter. Lebendig. Ja, Markt. Wahrscheinlich ein Marktplatz und der Stand eben und das war's dann. Oder wie? Diesen Windrädern haben wir es zu verdanken, dass wir hier in Clara Wasser haben. Diese Energie, also die hier, die Energie des Sandsturmes, treibt die Windräder an und pumpt das Wasser aus der Tiefe zu uns nach oben. Als nächstes besichtigen wir die Aussichtsplattform. Bitte folgen Sie mir. Ja, ja. Bitte die Zipfelmützen festhalten. So. Ja. Ja, es ist so hübsch, ne? Wobei man sieht nicht viel außer Sand. Diese Aussichtsplattform ist ein Ort der Entspannung für uns. Hier können wir den Sandsturm überblicken, der uns Schutz spendet. Und hier können wir unsere Gebete an den Sandsturm richten.
zum Abschluss unserer Führung zeige ich euch den großen Tempel. In diesem Tempel lebt der Hohepriester, ein weiser Mann, der uns inneren Frieden gibt. Im Moment befindet sich allerdings Madame Freya in einer Audienz mit dem König von Bumerkia. Außerdem steht im großen Tempel die mit einem magischen Edelstein bestückte Harfe, mittels der wir den Sandwirbelsturm kontrollieren. Damit ist unsere Führung beendet. Es war mir ein großes Vergnügen. Besten Dank auch. Na fein. Wo geht's denn eigentlich? Hier lang? Schauen wir doch gleich mal, oder? Ein Riesensandsturm. Aha. Hat sie da nicht etwas entdeckt? Tatsächlich 970 Gil. Sehr schön. Sonst ist hier nicht wirklich viel. Okay. Wo ist jetzt dieser Quina bloß hin? Hallo. Es ist schon länger her, dass ich Gäste die Stadt zeigte. Es war mir ein außerordentliches Vergnügen. Ja. Ich wusste, da ist was. Halt, da. Phönixdaune. Jawohl. So. Wohin? Da oder da? Ich gehe mal da lang. Oh, Active Time Event. Bitte hasst mich nicht. Hm? Wer was? Vivi. Ah! Einer dieser Teufel mit Zipfelmützen. Oh, komm nicht näher. Verfluchter Teufel, du hast es also auf uns abgesehen. Der arme Vivi. Noch eins. Nichts zu essen, jemand. In dieser Stadt hier gibt's überhaupt nichts zu essen. Die Spezialität Alexandrias Königinnenpudding, die gibt es hier wohl nicht mehr. Und die Spezialität des Südbeers Baumkuchen, die gibt es hier wohl auch nicht mehr. Die Damen schrecken sich voll für ihn. Na fein. Hallo? Leider ist es nur wenigen gelungen, hier nach Clara zu fliegen. Verdammt. Ob diejenigen, die in Bumerkia zurückblieben, wohl noch alle am Leben sind? Na, nicht alle. Den einen, der überlebt hat, haben wir da schon gesehen. Die anderen weiß ich nicht, wo die hin sind. Normalerweise nach Limblum. Jedenfalls. Der Sandwirbelsturm, der diese Stadt beschützt, wird magisch erzeugt. Wir halten ihn aktiv, indem wir auf einer Harfe, an der ein magischer Edelstein angebracht ist, spielen und den heiligen Tanz aufführen. Ja? Wo gehen wir jetzt hin? Ich würde sagen, ich gehe nochmal runter vielleicht. Ich gehe vielleicht zu Vivi rüber. Okay, da gibt's kein Event mehr. Was haben wir hier? Jadestein. Subi. Ja, viele Wege führen wohin, ne? Alles verkreuzt und verzweigt. Ah, da haben wir wieder was. Ich habe doch überhaupt nichts. Wah! Sag es mir. Warum um alles in der Welt habt ihr Bumerkia angegriffen? Verfluchter Dämon! Verfluchter Dämon! Verfluchter Dämon! Sachte, sachte. Es gibt keinen Grund für diese Feindseligkeit. Also wirklich, er. Also der da, er. Er ist einer von denen, die in Bumerkia einmarschiert sind. Ich hab doch überhaupt nichts. Der arme Mimi.
Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Na fein. Kann ich ja zurück. Könnte, kann ich zurück. Hallo? Dieser kleine Junge mit der Zipfelmütze von vorhin, das sah irgendwie anders aus als die anderen Monster. Ja? Du, Mama, ist der echt so böse? Ja, das ist Miss Fies. Sicherlich. Ich glaube, der Junge vorhin gehört eigentlich gar nicht zu den anderen. Die Kinder sind schlauer als die Eltern. Ja, wenn ich jetzt so überlege, dann war dieser Vivi am Ende gar keiner von diesen blutrünstigen Teufeln. Vielleicht war ich ein wenig zu hart zu ihm. Ja, warst du. Der arme Vivi. Da ist er. Hallo, Kleiner. Zuerst müssen wir noch schnell schauen. Gibt es hier irgendwas? Oh. Eine Übernachtung macht 100 Gil. Wünscht dir zu übernachten noch nicht. Aber gleich. Da oben müsste ein Mogu sein. Ja, das passt perfekt. Warte nicht irgendwo. Da ist was versteckt. Einmal Ether. So. Ich habe doch überhaupt nichts Böses getan. Ach, Vivi. Och, komm. Meint der arme Kleine. Wir werden auf jeden Fall dann dort oben bei dem Mogel speichern. Aber jetzt haben wir noch ein paar Minütchen. Ich würde gern da hoch. Da ist nichts, ne? Da. Badam, badam, badam. Da haben wir noch eins. Bitte was. Ach, der Quina. Bilzeband. Dieses Bild sehe ich zum ersten Mal, Mann. Ob man die mal essen kann, Mann? Riecht nicht schlecht, ne? Der kleine Vielfraß, oder große, wie auch immer. Eine seltsame Aussprache klang beinahe so, als würde gerade was essen. Diese seltsame Person mit der Schürze vorhin, ist das ein Freund von euch? Ja, eigentlich schon. Jetzt ist die Frage, ob er dann noch was hat. Ah, da kommt er hier hin. Es muss wohl schon an die 100 Jahre her sein, seit wir hier das letzte Mal Besuch hatten. Wollt ihr Items oder so? Also, ich habe nämlich ein paar. Aber? Was für aber? Da gibt's kein aber. Wohl, bald werden. Okay. Dann werde ich gleich mal 10. Werde ich mitnehmen. Sicherheitshalber. Und das war's auch schon. Alles klar, sie hat sonst keine Items. Okay. Dann würde ich sagen, wir laufen mal hier runter. Ah, da kommt man hier wieder raus. Da muss ich nochmal hoch. Ja, es ist sehr verzweigt hier oben. Ist halt so, wenn man auf Essen wohnt, ne? Dann würde ich meinen, nochmal hier rüber. Oder warte, na, vielleicht nicht so. Vielleicht eher darauf. So wird es eher sein. Genau. Ah, jetzt sind wir da. Na, nicht so. Halt, darauf. So, dann können wir auch mit den Leuten quatschen. Hä, da war was. Da ist was. Echo Kraut. Jetzt geht sie weg. Futter sie. Hallo. Vor langer Zeit lebten das Volk von Clara und das Volk von Bomerk hier zusammen. Doch um einen Streit mit dem vom Kriegseifer berauschten Volk von Bomerk hier aus dem Weg zu gehen, machten wir diesen heiligen Baum hier zu unserem neuen, zu unserer neuen Heimat und zu Hause. Ganz recht. Hallo. Loren. Es ist ein echter Segen, dass uns das Volk von Clara so warmherzig aufgenommen hat. Ja? Die Leute hier sind zwar ein bisschen steif, aber scheinen alle ganz nett zu sein. Ja. Ja, die sind wie... Oh, Entschuldigung. Die sind wirklich sehr besonnen. Ja, dann vielleicht noch hier lang. Da unten war ich noch nicht. Doch, da waren wir schon. Ich glaube, wir sind durch, ne? Oh, das passt zeitlich wunderprächtig. Na, schon wieder da. So.
Das passt zeitlich auch sehr gut, denn jetzt können wir den Part nämlich beenden. Sehr gut. Übernachten ist es Muss. Ich bin jetzt allein, ne? Das hilft mir jetzt nah. Hilft mir jetzt auch nicht wirklich. Es wäre echt schön, wenn die anderen dabei wären zum Heilen. Aber wir werden jetzt mal das Wichtigste tun. Hier oben noch ganz schnell. Hallo, Magnet und so. Ah, ein Brief für Zitane, Kubo. Von Ruby an Zitane. Oh, schon wieder die Ruby, die habe ich ganz vergessen. Mein Kleinkunsttheater steht jetzt zwar über, es fehlen mehr als Schauspieler. Ja. Gibt et den wirklich gene Juden da drüse, werdet ihr von Tantalus jetzt wenigstens da. Det wäre meine Rettung. Naja, oder vielleicht doch mein Unterjank. Bei euren schrägen Räubervisagen. Alter! Sie sucht Schauspieler. Ich wollte ja auch Schauspieler werden, aber ich habe irgendwie nicht genug Selbstvertrauen. So ein Pech, ne? Auf jeden Fall tun wir jetzt speichern. Wunderprächtig. Danke dir, lieber Mogu. Speichern, speichern. Da. Und wir beenden das Ganze. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!